Salam alaikum und hallo allerseits. Als Zwangsheirat oder Zwangsehe wird eine Heirat bezeichnet, bei der mindestens einer der beiden Partner nicht aus freiem Willen der Eheschließung zustimmt. Solch eine Form der Heirat oder Ehe ist im Islam verboten. Leider gibt es auch heute noch überall auf der Welt Formen von Zwangsehe, auch unter Muslimen. Dies hat aber nichts mit den islamischen Vorschriften zu tun und handelt sogar entgegen diesen. Das sind falsche und ignorante Traditionen, gekoppelt mit einem geringen Bildungsstand im Allgemeinen und skurrilen Vorstellungen über den Islam im Besonderen. Im Islam ist es eindeutig verboten, jemanden gegen seinen oder ihren Willen zu heiraten. Mehrere Überlieferungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, die auch rechtsschulübergreifend akzeptiert werden, belegen das Zustimmungsrecht insbesondere der Braut. Und das ist unabhängig davon, ob es jetzt die erste Eheschließung oder eine weitere Eheschließung aufgrund von Scheidung oder Verwitwung ist. Imam Khamenei sagt zu dem Thema: Gott respektiert den freien Willen der Frauen und Männer in allen Bereichen, so auch in der Ehe. Auf Basis dessen sind Zwangsehen und die Nötigung von Frauen mit Männern, den Bund der Ehe einzugehen, aus der Sicht des Islams verboten. Ohne das Einverständnis der Frau ist so etwas nicht erlaubt. Und eine weitere Aussage von Imam Khamenei möchte ich euch auch nicht vorenthalten, da ich finde, dass diese beiden Aussagen kombiniert schon eigentlich alles zu dem Thema sagen. Aus Sicht des Islam obliegt der Frau die freie Partnerwahl und niemand kann ihr ihren Ehepartner vorschreiben. Nicht ihr Bruder, nicht ihr Vater und auch nicht weiter entfernte Verwandte können sie zu einer Ehe mit einer bestimmten Person zwingen und haben auch nicht das Recht dazu. Dies ist der Standpunkt des Islams. Interessante Nebeninfo: In fast allen islamischen Ländern ist die Zwangsheirat neben dem religiösen Verbot auch staatlich verboten und stellt einen Straftatbestand dar. So viel von mir zu diesem Thema. Inshallah, bis bald. Tschüss und Salamu alaikum.